Hallo, heute ist Samstag, der 9. Mai 2020. Herzlich willkommen zu meiner beliebten Reihe Welche Folgen und Veränderungen erwarten transmaskuline Menschen, die mit der Testosterontherapie starten? Heute mit dem Thema Krankheiten. Diese gesamte Videoreihe ist eigentlich schon Jahre alt und auch das Video zu dem Thema Krankheiten habe ich eigentlich damals schon gedreht. Das kann ich euch ja hier mal in die Infoleiste verlinken. Ich habe allerdings inzwischen bemerkt oder festgestellt, dass ich damals ein Bild gezeichnet habe von der Transition, was sich doch sehr auf die positiven Sachen fokussiert und die negativen Konsequenzen oder vielleicht auch Gefahren, Risiken nicht als gleichermaßen ernst dargestellt habe. Aber am Ende sind sie eben genau das, nämlich Gefahren. Und mir ist halt jüngst nochmal klar geworden, auch durch meine Recherchen zum Thema Detransition, dass wir die Schattenseiten der Transition nicht nur so mit spitzen Fingern anfassen sollten, sondern dass wir sie wirklich vollumfassend thematisieren sollten, genauso wie die positiven Effekte adressieren und darstellen sollten, weil ansonsten tun wir damit niemandem irgendeinen Gefallen. Trotzdem will ich erstmal einsteigen mit der Frage, gibt es denn irgendwelche Krankheiten, die praktisch ein Ausschlusskriterium sind und die dafür sorgen, dass du auf gar keinen Fall mit einer Testosterontherapie starten könntest? Und ich spreche natürlich hier ausschließlich von physischen Erkrankungen. Ja? Also die psychotherapeutische Untersuchung ist ein komplett anderes Feld und wird heute hier nicht thematisiert. So, also mir ist grundsätzlich erstmal keine Krankheit bekannt, die ganz pauschal und grundsätzlich eine Testosterontherapie verbieten würde, weil dann irgendwelche gesundheitlichen Faktoren oder Risiken ins Unermessliche steigen würden. Wenn es so etwas geben sollte, weiß ich halt nichts davon, was die Hoffnung mit sich bringt, dass es sich um etwas Seltenes handeln würde. Deswegen wage ich mal eine Prognose. Höchstwahrscheinlich gibt es bei euch, also falls ihr transmaskuline Leute seid, die über eine Hormontherapie nachdenken, keinen Grund oder keine Krankheit, die ganz pauschal dagegen spricht, dass ihr überhaupt mit der Testosterontherapie starten dürft. Ich bin aber auch kein Arzt. Deswegen hat das letzte Wort in dieser Frage auch immer eure betreuende Fachperson. Viel eher könnte es passieren, dass ihr irgendwelche Einschränkungen habt, was die Wahl eines bestimmten Präparats angeht. Also zum Beispiel Testogel basiert auf Alkohol als Trägerstoff, was zum Beispiel für Menschen mit einer Suchterkrankung vielleicht ein Ausschlusskriterium sein könnte. Oder vielleicht habt ihr auch irgendeine Unverträglichkeit gegenüber irgendeinem Inhaltsstoff von den Spritzen beispielsweise. Aber das ist dann lediglich ein Ausschlusskriterium für ein ganz konkretes Präparat von einem ganz konkreten Hersteller. Aber zum Glück gibt es ja verschiedene Präparate von unterschiedlichen Herstellern, sodass ihr da auch zur Not auf ein anderes Präparat ausweichen könnt. Was häufig vorkommen könnte, ist, dass ihr schon irgendwelche Vorerkrankungen habt und diese Vorerkrankungen sich durch die Testosterontherapie irgendwie verändern oder beeinflusst werden könnten. Was mich direkt zu der nächsten Frage führt, nämlich, wie wirkt sich denn Testosteron auf bestehende Krankheiten aus? Und die Antwort darauf ist ganz unterschiedlich und ehrlich gesagt schwer vorhersehbar. Insbesondere Krankheiten, bei denen es überhaupt gar keinen direkten Zusammenhang zu Sexualhormonen gibt, die können sich ganz unterschiedlich entwickeln. Zum Beispiel meine Histaminunverträglichkeit, die ist durch Testosteron ein bisschen besser geworden. Mein Heuschnupfen hingegen ist ein bisschen schlimmer geworden. Aus welchen Gründen auch immer sind unter Transpersonen Autoimmunerkrankungen sehr weit verbreitet, also Krankheiten, wo im Prinzip das eigene Immunsystem auf körpereigene Organe oder Strukturen losgeht, wie beispielsweise auf die Schilddrüse oder bei Rheuma auf die Gelenke, Multiple Sklerose und so weiter und so weiter. Und auch diese Erkrankungen können sich unter der Testosterontherapie zum Guten oder auch zum Schlimmeren verändern. Auch da gibt es keine klare Prognose. Regelmäßige Kontrollen sind einfach generell der Schlüssel, um festzustellen, ob sich der Körper irgendwie zum Negativen entwickelt hat, weil so eine Testosterontherapie neben den ganzen positiven psychischen Entwicklungen, die sie mit sich bringt, kann eben auch negative Auswirkungen haben. Und die muss man einfach rechtzeitig erkennen, um eben auch rechtzeitig gegensteuern zu können, falls da irgendwas aus dem Ruder läuft. Was mich zu der letzten Frage des heutigen Videos führt, nämlich, welche Erkrankungen oder Risiken bringt denn so eine Hormontherapie mit Testosteron so mit sich? Ganz allgemein gesprochen kann man sagen, unter dem Einfluss von Testosteron stellt sich der gesamte Körper mit seinem Stoffwechsel so um, dass er mehr dem cis-männlichen Stoffwechsel gleicht. Mit allen Risiken, die eben auch da dranhängen. Also
Dinge, die bei Cis-Männern statistisch gesehen häufiger vorkommen, so an Krankheiten, die können dann bei Trans-Männern, die eben die Testosterontherapie angefangen haben, auch häufiger oder eher vorkommen. Beispielsweise unter Testosteron wird ja die Anzahl der roten Blutkörperchen steigen. Das heißt, im Volksmund sagt man auch, das Blut wird dicker. Das macht einen zwar physisch leistungsfähiger, allerdings bringt es als Nebeneffekt auch mit, dass die Blutgerinnung verändert wird. Das heißt, man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Thrombose, so eine kleine Gefäßverstopfung zu bekommen. Der Blutdruck kann außerdem steigen und damit auch einhergehend steigt das Risiko für einen Schlaganfall oder für einen Herzinfarkt, also eben für genau solche Blutgerinnsel im Herz oder im Hirn. Wer also in diesem Bereich bereits Vorerkrankungen hat oder vielleicht auch schon von jeher ein etwas erhöhtes Risiko mitbringt, dessen ohnehin erhöhtes Risiko wird dann durch die Testosterontherapie nochmal ein bisschen gesteigert. Wenn ihr also schon vor dem Beginn der Testosterontherapie mit einem hohen Blutdruck zu tun habt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass das nicht gerade besser wird oder vielleicht sogar der Blutdruck noch ein bisschen steigt. Der Schlüssel ist Wahrscheinlichkeit. Also wir reden hier von statistischen Werten. Die Chance, dass das passiert, steigt dann einfach. Das bedeutet nicht, dass wenn ihr dann mit der Testosterontherapie startet, ihr automatisch irgendwie eine Thrombose oder was weiß ich, einen Schlaganfall oder dass ihr dann garantiert höheren Blutdruck bekommt. Es steigt nur die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Weiter geht es mit ungebetenen Effekten, die Testosteron so mit sich bringen kann. Die Leberwerte können steigen, das ist klar. Es ist aber auch nichts Ungewöhnliches, weil es handelt sich hierbei einfach um ein Medikament, in dem irgendwelche Substanzen drin sind, irgendwelche Trägerstoffe, und die werden am Ende von der Leber abgebaut. Das ist einfach sehr weit verbreitet, dass bei der Einnahme von irgendwelchen Medikamenten dann auch die Leberwerte etwas steigen. Ist so. In einer Studie habe ich auch gelesen, dass nach dem Start der Testosterontherapie der Anteil der Patienten mit Typ-2-Diabetes ein bisschen angestiegen ist. Keine Ahnung, wie das jetzt zusammenhängt, aber das war halt so ein statistischer Zusammenhang. Was auch passiert ist, das Immunsystem von Cis-Männern ist im Allgemeinen etwas schwächer und etwas weniger schlagkräftig als bei Cis-Frauen. Das kann sich jetzt mehr oder weniger bei den einzelnen Personen niederschlagen. Ich selbst bemerke zumindest, wenn ich einen Schnupfen habe oder so eine leichte Erkältung, da habe ich das früher so in 2-3 Tagen, habe ich das so weggeschnieft und dann war das alles wieder okay. Und inzwischen bin ich schon meistens eine gute Woche damit beschäftigt, mich mit diesem Schnupfen rumzuärgern, bevor der dann endlich wieder abgeheilt ist. Da merke ich also schon, dass mein Immunsystem ein bisschen langsamer und ein bisschen gemütlicher unterwegs ist. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spezifischer. Wenn Testosteron als Hormonpräparat eingenommen wird, dann passiert ja Folgendes. Vorher habt ihr wahrscheinlich einen höheren Östrogenspiegel und einen relativ niedrigen Testosteronspiegel. Dann fangt ihr an mit der Hormonsubstitution, dann steigt der Testosteronspiegel relativ schnell und Östrogen sinkt dann langsam auf so ein relativ niedriges Level. Östrogen ist aber unglücklicherweise auch das Hormon, was sich praktisch zuständig sieht für die Instandhaltung der reproduktiven Organe. Da unten, sprich Gebärmutter, Eierstöcke und V-Bereich. Ihr wisst, was ich meine. Das kann dazu führen, dass die Schleimhäute insgesamt etwas dünner werden und auch etwas weniger befeuchtet. Man sagt dazu auch Atrophie, also die trocknen praktisch aus. Leider Gottes ist diese Befeuchtung auch Teil des natürlichen Selbstreinigungsmechanismus in diesen Organen und sorgt auch dafür, dass so ein bestimmter pH-Wert und so eine bestimmte Flora erhalten bleibt, die einfach für die Gesundheit dieser Organe zuständig ist. Und wenn diese Atrophie, also diese Trockenheit, irgendwann einsetzt, ja, dann ist diese gesamte Selbstreinigung irgendwann geschwächt. Für euch kann das bedeuten, dass ihr gerade im V-Bereich mit Pilzinfektionen oder mit sonstigen Infektionen, Krankheiten, Scheidenpilz, ich will es nicht weiter benennen, zu tun bekommt. Es kann auch passieren, dass die Schleimhaut so dünn geworden ist, dass ihr beim Sex beispielsweise spontane Blutungen bekommt, weil die Schleimhaut einfach verletzt wird, oder dass der Sex sehr schmerzhaft wird, weil die Schleimhaut so trocken geworden ist, dass nicht mehr genügend Gleitfähigkeit vorhanden ist, beispielsweise. Manche kennen ihn vielleicht, Buck Angel, auch ein bekannter Transmensch, der schon seit vielen Jahren aktiv ist und in der Community. Der hat auch mal von seiner persönlichen Horrorgeschichte beschrieben. Bei dem war das ein richtiger Notfall geworden. Da sind die Organwände irgendwie auch so hart und dünn geworden und haben sich an irgendeiner Stelle so miteinander verwachsen und das wurde nicht rechtzeitig festgestellt. Und dann hat sich da irgendwie eine Entzündung gebildet und dann ist ein richtiger Notfall draus geworden.
Ich kann euch das Video, wenn ich es finde, hier mal noch in die Infoleiste hineinpacken. Ist allerdings auf Englisch, also falls ihr kein Englisch versteht, nützt euch das jetzt vielleicht nicht so viel. Ich wollte damit nur genannt haben, es ist nichts, was man einfach so weglächeln sollte. Das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Und deswegen solltet ihr regelmäßig zur Kontrolle gehen. Ja, ich weiß, das bedeutet, dass wir zum Gynäkologen latschen müssen. Niemand geht gerne zum Gynäkologen. Aber noch viel weniger wollt ihr mit solchen Problemen zu tun haben, schätze ich, hoffe ich mal. Und deswegen macht man lieber eine eingehende, intensive Untersuchung mit Abstrichen und auch Ultraschalluntersuchung. Auch mal tief in den Bauchraum rein, nicht nur so. Ich benenne es jetzt nicht weiter, aber ihr wisst Bescheid, so. Muss einfach geschaut werden, dass alle Organe an ihrem angestammten Platz sitzen und nichts Komisches tun. Als kleines Hilfsmittel, um zumindest dafür zu sorgen, dass lokal die Schleimhäute wieder ein bisschen mehr so in Gang gebracht werden, gibt es auch eine Möglichkeit, das mit einer Creme zu behandeln, mit einer östrogenhaltigen Creme. Die wird dann praktisch lokal appliziert. Mit einer Art, nennen wir es Spritze, ja, mit einer Art Spritze, da kommt dann hier die Creme hinein, wird hier hineingedrückt, an Ort und Stelle gebracht und dann rausgedrückt. Ich muss das genauere Anwendungskonzept wahrscheinlich nicht erläutern, ihr konntet euch das jetzt mit ein bisschen Fantasie vorstellen. Ja, ich weiß, sieht furchtbar aus, man will, wenn man dran denkt, man will vielleicht gar nicht dran denken, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den Östrogenlevel da, wo es kritisch ist, da bei den Schleimhäuten wieder ein bisschen anzuheben, damit die natürliche Regeneration, die natürliche Selbstbefeuchtung und Selbstreinigung wieder in Gang gebracht wird. Und keine Angst, das heißt, da ist zwar Östrogen drin in dieser Creme, aber dieses wirkt nur lokal. Ich nehme das jetzt selbst seit einigen Monaten. Und habe wirklich vor wenigen Wochen erst wieder ein Blutbild machen lassen. Mein Östrogenwert im Blut ist immer noch wahnsinnig niedrig, also das hat sich nicht ausgewirkt. Aber die Schleimhäute selbst werden wieder ein bisschen mehr aktiviert. Bei Cis-Frauen, die in die Wechseljahre kommen, passiert ja sowas Ähnliches wie bei Trans-Menschen. Also deren Östrogenspiegel sinkt ja dann auch irgendwann auf natürliche Weise einfach durch die Zeit. Und bei denen steigt ja dann auch das Risiko für Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs oder Eierstockkrebs ein bisschen. Die Frage ist jetzt, rein technisch passiert ja bei denen sowas Ähnliches wie bei den Transmenschen, deswegen müsste bei den Transmenschen ja das Krebsrisiko auch steigen. Aber wie sehr und ob grundsätzlich das Krebsrisiko in irgendeinen bedenklichen Bereich steigt, das ist alles noch so unklar. Es gibt Studien, die sagen das eine, es gibt Studien, die sagen das andere. Mein Arzt hatte mir damals bei der Aufklärung den schönen Satz gesagt, es ist nicht bewiesen, dass das Krebsrisiko enorm steigt. Bei Transpatienten, es ist aber auch nicht bewiesen, dass das Krebsrisiko nicht enorm steigt. Wir müssen einfach noch ein bisschen mehr Zeit abwarten. Also solche Studien, solche Langzeitstudien, die brauchen halt sehr viele Patienten über sehr lange Zeiträume. Und man darf das nicht unterschätzen, wie lange und wie wenig wir am Ende eigentlich sind, um damit sinnvolle Studien durchführen zu können. Also ja. Noch ist es ein bisschen unklar. Es gibt auch Ärzte, die ihren Transpatienten nach einer bestimmten Zeit Testosterontherapie grundsätzlich dazu raten, diese Organe entfernen zu lassen, um das Krebsrisiko gar nicht erst unnötig herauszufordern. So weit will ich aber ehrlich gesagt hier nicht gehen, also Empfehlungen aussprechen, da hüte ich mich davor, weil auch so eine Entfernung von Organen ist kein Kinderspiel und was weg ist, ist weg. Das lässt sich also auch nicht mehr rückgängig machen und ich will lieber nur erklären, was ich alles weiß, euch informieren und die Entscheidung dann doch lieber euch überlassen. Ja, und euch eben wirklich dazu animieren, diese ganzen Risiken, die ich so aufgezählt habe, die teilweise ja wirklich schwerwiegend sind, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern sich um seine Gesundheit zu kümmern, regelmäßig zu Untersuchungen zu gehen, auch zu den gynäkologischen. Und ja, am Ende, wir sagen in Transkreisen ja auch ganz gerne den Spruch, Hormone sind keine Gummibärchen. Die haben nicht nur schöne Effekte, sondern die Effekte treten grundsätzlich ganzheitlich auf. Und das kann man sich auch nicht aussuchen. Also denkt, wenn ihr vielleicht mit dem Gedanken spielt, die Testosterontherapie anzufangen, denkt dabei nicht nur an die tiefe Stimme und an die Muckis, die ihr kriegen werdet, sondern denkt ihr vielleicht auch noch an die negativen Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, die genauso eintreten können und die genauso real sind. Ja. Das wollte ich euch nur gesagt haben. Gut, alles klar. Predigt beendet. Damit verziehe ich mich wieder mal mit gesunden Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz.